Hi meine Lieben und willkommen zum, und das ist jetzt realistisch geschätzt, ungefähr 20. Versuch, dieses Video anzufangen. Ich habe es versucht, vor meiner Schminksammlung zu filmen, weil das ja irgendwie thematisch gepasst hätte, aber die Lichtverhältnisse haben es nicht zugelassen, um es mal so auszudrücken. Hi zusammen! Hallo meine Lieben! Hallo meine Lieben! Auf jeden Fall wollte ich euch heute ein sehr angefragtes Video abdrehen, und zwar meine Schminksammlung und meine neue Schminksammlungsaufbewahrung. Da ich natürlich nicht in der Lage sein werde, euch jedes einzelne Produkt wirklich richtig gut vorzustellen, weil wir sonst noch morgen oder übermorgen hier sitzen würden, habe ich mir immer aus jedem Fach so ein paar Highlights rausgesucht, und auf die werde ich so ein ganz kleines bisschen näher eingehen, und ich hoffe, das ist dann ein guter Kompromiss aus einem irre langen Video und einem ganz, ganz kurzen. Also viel Spaß und wir fangen an! Willkommen in einem kleinen Bereich, in dem sich jedes Make-up-Produkt wohlfühlt, auch als meine Schminkecke bekannt. Und ich habe hier einfach einen kleinen Schreibtisch stehen. Ich werde euch die ganzen Möbelstücke und Aufbewahrungsboxen und so unten in der Infobox linken, wenn ich sie finde. Und ich habe hier eine kleine Schublade in dem Schreibtisch drin, und da habe ich so ein paar Abschminksachen drin, weil ich immer irgendwann mal patze beim Schminken, und es ist ganz praktisch, solche Sachen direkt da zu haben. Ansonsten stehen einfach noch so ein paar Behälter mit Pinseln und außerdem auch noch ein paar Haargummis und so auf dem Schreibtisch. Und auf der Kommode nebenan habe ich noch meine kleine Parfümsammlung stehen. Und meine Labello Lip Butter Sammlung. Und dann kommen wir auch schon zum interessanten Teil, und zwar zu den Schubladen. Und wir fangen mit der ersten ganz oben an. Und man erkennt es wahrscheinlich leicht. Ja, ich habe ein leichtes Lippenproduktproblem. Aber hey, Barbie Loves Lipsticks ist nicht ganz zufällig gewählt. Meine Lippenstifte sind so ein bisschen nach Marken sortiert. Und das hier zum Beispiel ist so einer meiner allerliebsten von Maybelline. Das ist die Farbe 175, und ich komme immer wieder dazu zurück. Ein tolles, tolles Pink. Außerdem habe ich in letzter Zeit sehr gerne Wearberries von Essence getragen. Ich glaube, das ist auch eine Farbe, die viele mögen. Und eine Neuentdeckung für mich von L'Oreal, J.Lo's Nude. Richtig, richtig toller Nude-Lippenstift. Und natürlich von Yves Saint Laurent, mein Vernis à Lèvres in der Nummer 14. Über den Lippenstiften habe ich meine Lipglosse. Und falls ihr meine Videos schon länger schaut, dann ist euch vielleicht schon aufgefallen, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von NYX-Glossen. Ich finde die Megashine-Glosse von denen einfach echt grandios. Und deswegen habe ich auch ein paar davon. Und nicht nur davon. Das hier ist auch eines meiner am meisten genutzten Glosse von MAC. Und außerdem benutze ich in letzter Zeit auch den Manhattan Lip Lacquer sehr gerne. Sehr schöne herbstliche Farbe. Und neben den Lippenstiften und Lipglossen habe ich meine ganzen Rouges eingeräumt. Irgendwie, naja, habe ich dafür noch keinen besseren Platz gefunden. Und auch da wollte ich euch so ein paar Favoriten zeigen. Und im Moment dürfen da diese beiden auf keinen Fall fehlen. Außerdem von Essence meine kleinen Rouges, die ich super, super gerne habe. Und meine zwei am häufigsten benutzten Creme Blushes, die kommen von Maybelline. Und noch ein Klassiker in meiner Sammlung, Coral Lista von Benefit. Dann kommen wir zur zweiten Schublade, und da befindet sich alles zum Thema Augen, abgesehen von Puderlidschatten, weil der einen anderen Platz hat, dazu kommen wir dann gleich. Ich habe nicht nur ein Lippenstiftproblem, ich habe auch ein Mascara-Problem. Und alle die jetzt in die Kamera gehalten werden, sind auf ihre Art für mich ganz, ganz besonders und haben, ja, einen ganz eigenen Platz in meinem Herzen. Ich habe sie nämlich wirklich alle sehr, sehr gerne. Und das klingt sehr merkwürdig, ich weiß. In dem Fach daneben sind meine flüssigen Eyeliner, wobei ich dazu sagen muss, ich benutze im Moment eigentlich nur diese beiden hier von Alverde ein und den von Essence. Und darüber befinden sich meine Creme-Lidschatten. Davon habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnige Mengen. Aber die sechs sind die, die ich am häufigsten benutze. Das sind zwei von MAC, drei von Maybelline und einer von Chanel. Noch ein paar Stift-Lidschatten und eine Menge Kajalstifte. Fragt mich nicht, wie das passiert ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Schublade Nummer 3 beinhaltet meine ganzen Puderlidschatten. Und ich habe versucht, die so ein bisschen nach den Farben zu sortieren. Also rechts sind eher so die Rosatöne und hier links eher so bräunliche und goldene, neutrale Töne. Dann noch ein paar Augenbrauenprodukte.
Und ganz unten habe ich noch so ein paar Trios und Quartz und außerdem auch ein paar Paletten. Und auch hier wollte ich euch wieder so ein paar Lieblingsprodukte zeigen. Natürlich die allseits beliebte Naked Palette und außerdem meine selbst zusammengestellte Palette von Inglot. Die habe ich mal in Polen selbst zusammengesetzt. Und ich werde immer wieder gefragt, was ich denn so für MAC-Lidschatten hätte. Und das sind sie. Ich habe genau 6 Stück. Naked Lunch, Cranberry, Quarry und dann die 3 eher so goldbräunlichen Töne. Das ist All That Glitters, Satin Taupe und Club. Mein Lieblingshighlighter von Maybelline, die Farbe 605 Beige Nude. Und dann für all diejenigen von euch, die jetzt nicht so viel Geld für Lidschatten ausgeben möchten, ich finde die 2 Paletten von Essence auch noch wirklich toll. Sehr schöne Farben und toll für die Schule bestimmt. Seid ihr bereit für Fach Nummer 4? Egal ob ihr es seid, hier kommt es. Ich habe hier drin alle meine Gesichtsprodukte und ich glaube, das ist mit dem Lippenstiftfach mein liebstes Fach. Also Make-up und Puder und Concealer und einfach alles für eine richtig schöne Base. Meine Foundations sind auch so ein bisschen aufgeteilt. Rechts die eher leicht deckenden und BB-Creams und links eher die ein bisschen stärker deckenden Foundations, wie zum Beispiel diese hier. Und dann kommt noch eine Auswahl von leichter deckenden Foundations, die ich sehr gerne habe. Es könnte noch stundenlang so weitergehen. Über meine Foundations habe ich meine Pudersammlung und die habt ihr eigentlich fast alle schon in meinem Pudervergleichsvideo gesehen. Da kommen nämlich alle aus der Drogerie, bis auf 3 Stück, und zwar 2 von Chanel. Und außerdem dieser eine hier von MAC. Das ist ein Puder und eine Foundation in einem, was ich erst nicht wusste, aber was soll's. Und darüber habe ich dann meine ganzen 2 Primer und außerdem Concealer, rechts eher so die im Pöttchen und links die flüssigeren. Und das sind so 3, die ich immer wieder gerne benutze. Dahinter, ein bisschen schwer zu erreichen, sind meine Highlighter. Und ich habe die einfach mal für euch rausgeholt, damit ihr euch die ein bisschen besser anschauen könnt. Ich mag jedes einzelne von den ganzen Produkten hier. Also die mag ich echt total, kann sie sehr empfehlen. Und ganz links gequetscht sind meine ganzen Bronzer. Hinten die eher matten und vorne die etwas glänzenderen, glitzerigen. So wie zum Beispiel dieser hier von e.l.f., den ich sehr, sehr gerne benutze. Und ich habe hier einen von Et Rebelle, der ist auch echt toll. Von Maybelline wieder etwas. Und dann einen matten, mein geliebter Alverde Bronzer. Und aus der P2 Catch the Glow Limited Edition auch noch einer. Okay, das war Fach 4. Und falls ihr euch fragt, was noch ganz unten ist, ich glaube, wenn ihr meine Morgenroutine gesehen habt, dann wisst ihr das schon. Nagellacke, jede Menge. Ich habe ein Problem mit Essilacken. Ich habe ein Problem mit Essenslacken. Wisst ihr was? Ich habe auch ein Problem mit Eddy-Lacken und mit P2-Lacken. Und naja, ihr könnt euch ja vorstellen, wie es weitergeht. Dankeschön, dass ihr bis hierher dabei geblieben seid. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und mein Schlusswort ist, dass ich mittlerweile echt sehr zufrieden bin mit dieser Organisationssache. Also ich habe echt monatelang behauptet, ich werde mir niemals dieses Alex-Regal kaufen, weil das einfach wirklich jeder hat und das ist so ein Klischee. Aber es hat einen Grund, weshalb so viele Leute das haben. Es ist nämlich echt perfekt, um viel Kleinkram zu verstauen und sich nicht eine riesen Kommode ins Zimmer stellen zu müssen. Also ich habe immer noch ein bisschen Platz in dem Regal drin und es kommt einfach sehr, sehr viel rein. Und was die Menge meiner Schminke angeht, klar, es ist halt relativ viel. Ich denke, es ist aber trotzdem nicht ganz so wahnsinnig viel, wie viele andere Beauty-YouTube-Gurus und so haben. Also es ist halt nicht so, dass ich total den Überblick verloren hätte. Ich weiß immer noch ungefähr, was ich habe. Und die Sachen sind einigermaßen in Benutzung. Also ich bin schon relativ zufrieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns am Sonntag wieder. Macht es gut und ciao! Au. Komm raus. Mann. Ey. Schatz!